Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von dem Plakatwurf Rot-Blau. Ja, wie ihr seht, das Becken ist wieder sauber. Ich habe meinen ersten großen Wasserwechsel hinter mich gebracht gestern und die Tiere haben überlebt. Und wie ihr seht, sind die schon ganz schön gewachsen und haben dicke Bäuche. Die kriegen jetzt schon Artemia, also nicht mehr nur Mikrowürmer, sondern die fressen jetzt schon Artemia-Naupien. Und haben jetzt auch entkapselte Artemia-Eier bekommen und ich weiß jetzt nicht, ob sie gefressen haben, aber es sieht so aus. Die Tiere sind jetzt so 5 bis 7 mm lang und wie ihr seht, haben sie echt dicke Bäuche bekommen. Also, wenn ich mal hier ranzoome, die Qualität verschlechtert sich. Ihr seht das, das Tier hat einen schönen gelben Bauch. Das heißt, es frisst gut und da es noch schwimmt und nicht auf dem Boden rumrutscht, es ist auch kein Bauchrutscher, also frisst es genug, aber auch nicht zu viel. Aber ihr seht auch, dass die Größenunterschiede wieder extrem sind. Da sieht man es gerade. Guck mal, ein ganz kleines, ein mittleres und ein großes. Und da die ganz großen. Ich denke mal, sind nur so 20 Tiere leider. Das Männchen ist nämlich leider an Bauchwassersucht verstorben. Ich hasse diese Krankheit ja, also wer die auch hasst, der sollte jetzt mal einen Daumen nach oben geben oder mal kommentieren. Ich hasse diese Krankheit, sie kommt so unverhofft und man sieht es den Tieren nicht an und deswegen sage ich auch immer wieder, dass Verpaarungen Stress bedeuten und Krankheiten hervorrufen können. Mir passiert es auch und es wäre ja schade, wenn es euch passiert bei einem Liebhabertier, was ihr vielleicht irgendwie auch für teures Geld gekauft habt oder was ihr eigentlich nur halten wolltet und dann ist es passiert mit einem Wurf. Ja, deswegen rate ich immer ab, auch einfach so anzusetzen. Aber auch wir Züchter sind nicht verschont. Wir haben auch manchmal Ausfälle und uns ärgert es natürlich auch besonders um das Tier wegen. Ja, aber es gehört dazu, es gehört zur Zucht dazu. Das muss man sich vorher im Klaren sein, dass auch Tiere sterben können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch ein kurzes Update geben, dass es den Tieren gut geht, dass wir jetzt auch Artemia füttern und also Naupien. Und ja, ich wünsche euch was und falls ihr mehr über den Wurf und über die Elterntiere erfahren wollt, dann geht gerne auf meine Webseite. Ich mache da jetzt ein bisschen mehr Werbung für, weil ich da auch ganz viel Arbeit reinstecke und natürlich auch möchte, dass ihr das seht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!